aus Niederlagen muss man Lehren ziehen und aus Niederlagen muss man Konsequenzen ziehen. Und ich stimme Klaus völlig zu, wenn er vorhin gesagt hat, wir können gerne darüber reden, dass sich unser schlechtes Wahlergebnis einordnet in schlechte Ergebnisse der Partei insgesamt im Bund. Aber das können wir gerne an anderer Stelle diskutieren. Unsere Aufgabe als Landesorganisation, als Landesverband und auch als Personen, die Verantwortung getragen haben, müssen diskutieren über die Frage, was sind die Fehler, die wir in Berlin gemacht haben und was sind die Schwächen unserer Politik. Und wir haben ja auch eine Verantwortung für die gesamte Partei bei der Auswertung und dieser Analyse. Und ich sage aber gleichzeitig, wir sollten uns vor allzu einfachen Antworten hüten, weil die Bilanz unserer Regierungspolitik hat sowohl Licht- als auch Schattenseiten. Und wir haben die Verantwortung, gehen für die Bundespartei aus, Thomas Nord, verzeih, aber ich glaube, das war die bislang wichtigste Regierungsbeteiligung, die die PDS bzw. die Linke gehabt hat, weil sie in der Hauptstadt stattgefunden hat, daraus die Lehren zu ziehen und damit auch eine Arbeit für die Bundespartei zu leisten. Und die Antwort auf die Wahlniederlage, glaube ich, kann nicht sein, besser wir regieren nicht, sondern die Antwort muss sein, wir müssen besser regieren und wie das aussehen kann, darüber müssen wir diskutieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich glaube, eine Lehre aus dem Wahlergebnis, sowohl 2006 so und so, aber auch aus diesem Wahlergebnis ist, wir haben zwar vieles erreicht, ich glaube, das haben wir auch gemeinsam im Wahlkampf aktiv vertreten, ich will es hier nicht nochmal aufzählen, aber unsere Wählerinnen und Wähler erwarten von einer linken Regierungsbeteiligung mehr, als wir erreicht haben. Und das, glaube ich, ist eine Konsequenz, die wir ziehen müssen und die dann auch Schlussfolgerungen für künftige Regierungsbeteiligung und für Kriterien und wie die Regierungsbeteiligung umgesetzt wird, haben muss. Weil die Menschen, also wir erfreuen uns daran, die Funktionäre und andere, wenn wir es schaffen, eine Schulstrukturreform zu entwickeln. Aber die Großteil der Wählerinnen und Wähler will, dass Schule funktioniert, egal in welcher Struktur. Und das haben wir in diesen 10 Jahren nicht geschafft, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Wählerinnen und Wähler nehmen vieles von dem, was wir erreicht haben, auch eher als selbstverständlich hin, weil sie es von uns erwarten. Aber das, was wir nicht geschafft haben oder wo wir Fehlentscheidungen getroffen haben, die tragen sie uns nach. Schon angesprochen worden, dass wir damals der Privatisierung der GSW 2003 zugestimmt haben. Und dass das in diesem Wahlkampf noch so eine Rolle spielt, glaube ich, hat viele überrascht. Die Tatsache, dass wir 2006 verhindert haben, dass die WBM zerschlagen wird und der Großteil ihrer Bestände privatisiert wird, ist niemandem im Gedächtnis. Darüber kann man sich beklagen, aber das nützt nichts. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Und deshalb, glaube ich, ist eine der Konsequenzen, wir müssen sehr viel klarer unser Profil herausarbeiten und sehr viel klarer darauf achten, dass wir keine Entscheidungen treffen in Regierungsbeteiligung, die unseren Grundprinzipien widersprechen, weil sie hängen uns über viele Jahre nach. Sie werden nicht vergessen. Und deshalb sage ich, ist das für mich eine der Konsequenzen, dass wir hier das, was wir nachträglich kritisiert haben, wir hätten damals die Nerven behalten müssen und eine andere Position einnehmen, egal, so schwierig die Situation auch damals war, egal, was es auch für die Koalition bedeutet hätte, das, glaube ich, ist eine Konsequenz, die wir ziehen müssen. Und das hat sich natürlich auch ausgewirkt auf unsere Glaubwürdigkeit in der Mietenpolitik. Weil die Tatsache, dass wir immer wieder gegenüber den Sozialdemokraten in den letzten Jahren eine Änderung der Wohnungs- und Mietenpolitik gefordert haben, ja gut, sagen die Wählerinnen und Wähler, ihr seid jetzt 10 Jahre dran, das ist ja auch das, was wir im Straßenwahlkampf dann immer wieder erlebt haben, aber was habt ihr geändert? Zu sagen, wir haben uns bemüht, reicht nicht, die Leute wollen Ergebnisse sehen und ich glaube auch, das ist eine Konsequenz, die wir ziehen müssen aus unserer Regierungsbeteiligung und daraus Konsequenzen ziehen müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, Klaus hat es angesprochen,
Ich glaube auch, dass wichtig ist, dass es kein wirkliches Gesamtbild gab, wo wollen wir hin mit dieser Stadt. Jedenfalls nicht erkennbar für die Wählerinnen und Wähler. Wenn man unser Wahlprogramm liest, sieht man das, ja. Aber wir haben eine Vielzahl von teilweise hart erkämpften Einzelentscheidungen bewerkstelligt in dieser Regierungsbeteiligung. Maßnahmen gegen prekäre Beschäftigung, Schulreform etc. etc. Alles Mögliche, alles gute Sachen. Aber das hat sich nicht zusammengefügt zu einem Gesamtmosaik. Und die SPD, unser Koalitionspartner, hat immer nur pragmatisch auf einzelne Themen reagiert, sie mal aufgenommen, sie mal nicht aufgenommen. Aber es gab keine Perspektive, die als solche erkennbar gewesen ist für die Stadt. Und ich glaube, auch das ist ein Problem gewesen. Das muss künftig bei künftigen Regierungsbeteiligungen klarer herausgearbeitet werden. Was ist die Zielstellung? Weil wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, die Tatsache, dass die Stadtentwicklung immer noch vom neoliberalen Trend geprägt war, nämlich in der Wohnungs- und Mietenpolitik, und bei der Entwicklung prekärer Beschäftigung. Klar, wir haben die Instrumente gar nicht auf der Landesebene, aber hier deutlich zu machen, wo unser Gegenprojekt und unser Gegenentwurf ist, das war nicht möglich, gemeinsam mit den Sozialdemokraten auch wirklich zu kommunizieren, weil es auch gar nicht ihr Projekt war. Auch daraus müssen wir die Konsequenzen ziehen. Letzter Satz, liebe Genossinnen und Genossen, es geht jetzt darum, in der Opposition einerseits diese Aufarbeitung zu leisten, gleichzeitig aber auch die Kämpfe führen. Und ich sage, es gibt genug zu tun in der Opposition. Die Frage, was wir im letzten Jahr in dieser Koalition nicht haben durchsetzen können. Die Erhöhung der Kosten der Unterkunft, damit weiter keine Zwangsumzüge in diesem Ausmaße stattfinden. Die Frage der Änderung der Wohnungs- und Mietenpolitik müssen wir weiter vorantreiben und dort auch wieder breite Bündnisse herstellen. Ich glaube, die Voraussetzungen dafür sind gut, dass wir uns in dieser Frage auch wieder neu aufstellen. Und Gesine hat angesprochen die Eigentumsfrage. Die Eigentumsfrage steht in Berlin an vielen Punkten. Beim Wasser, Rekommunalisierung, die Eigentumsfrage steht bei den Energienetzen und die Eigentumsfrage steht bei der S-Bahn. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben genug Themen, die genuin linke Themen sind, an denen wir kämpfen können, an denen wir arbeiten können. Und auch daran will ich meinen Beitrag leisten, sowohl an der Aufarbeitung als auch an einer starken Entwicklung einer starken linken Opposition im Abgeordnetenhaus und außerhalb des Abgeordnetenhauses. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus